Zwergenstein. Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde der zwergischen Unterhaltung, zu Let's Play Warhammer 40k Space Wolf. Folge... Ups, ich glaube es war Folge 6. Fängt gut an. Ja, zweite Aufnahmesession. Starten wir direkt durch. Wir bleiben beim Terminator-Setup fürs Erste. Ja, und auch Wilder Krieger, warum nicht? Ja, ich glaube, mir ist aufgefallen, dass ich... Na, Moment, ich lese es mal durch. Der Rune Priest ist nah. Ich kann seine Magie schon in der Luft schmecken. Okay. Ach stimmt, wir sollten ja einen Rune Priest retten. Das haben wir ja herausgefunden, dass man im Menüfenster mit den Leuten sprechen kann. Das war schon echt ziemlich merkwürdig. Mir ist aufgefallen, dass ich den Ordensnamen dieser Chaos Marines, glaube ich, falsch ausgesprochen habe. Also es sind nicht die World Barriers, sondern die Word Bearers. Den Fehler mache ich allerdings immer, weil es gibt die World Eaters und die World Bearers und ich mische die immer durcheinander. Da kann stehen, was will. Da macht mein Gehirn irgendwie immer einen Handstand oder so. Ja, die haben schon mal 8 drauf. Aber auf der Entfernung, ich würde die eigentlich ganz gerne kommen lassen. Ich könnte den hier verbraten. 6 Felder hat die Waffe, glaube ich, ne? Ne, 5. 5 Felder. Move. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste ich also hier stehen. Vielleicht kriege ich dann noch nicht mal das Antwortfeuer. Das wäre ganz cool. Machen wir Zug beenden. Gucken, was unser Bruder Gunnar hier so macht. Ah, leider nur noch. Ich hätte gern irgendwas mit Overwatch direkt am Anfang gehabt. Das wäre cool. Oh, lass nicht zu, dass der Rune Priest stirbt. Verdammt. Wo ist der Kollege? Okay, ich weiß es noch nicht. Oh, das wird so eine Zeitdruckmission. Ja, da kann man diese Technik hier mit den Zeitpunkten austricksen. Gar nicht so geil einsetzen, weil man muss ja auch sehr effektiv mit seinen Punkten umgehen. Also viel stehen bleiben ist da nicht. Was für eine Range hat denn die Waffe? 4. Ja. Ich denke mal, die macht 2 Felder in der Breite. Kann das sein? Ja, richtig schöne Waffe. Dann sollten wir 1, 2, 3, 4. Ja, stellen wir uns hier hin. Und beenden den Zug trotzdem. Oh, der ist da ganz unten am Arsch der Welt. Ja, das wird interessant. Vielleicht lacht Lukas, The Trickster, heute mit statt über uns. Da ist er. Es ist Egil, Storm Eater. Storm Eater, okay. Der Rune Priest. Ja, das ist dieses Deutsch-Englisch. Ja, ich hab's in jedem Let's Play irgendwie schon angesprochen. Lukas, The Trickster, ist cool, weil das ist, ich glaube, mit dem vorletzten Codex oder so eine rausgekommene Charakterfigur, die irgendwie nicht als HQ zählt, also ganz, ganz merkwürdig. Aber der hat, der ist so ein bisschen angelegt so an Loki von der Mythologie her. So ein, ja, sehr, sehr gerissener Space Wolf, der ganz, ganz, merkwürdige Taktiken hat und mit seinen Gegnern so ein bisschen spielt, mit Stasis-Granaten und sowas. Also ist irgendwie ganz strange, aber halt cool. Also man merkt halt, dass der Orden ziemlich sehr an die nordische Mythologie angelegt ist. Dass man sich da inspirieren hat lassen hat. So. Okay, also der Plan war ja... Na, ich weiß nicht, was der für ein Damage macht. Ach, hauen wir einfach raus hier. Oh, hervorragender Schuss. Okay. Der hat auch eine ganze Ecke mehr Leben als wir. Komme ich an den noch ran? Das wäre... Obwohl, ich habe ja keinen Zug mehr frei. Dann macht das auch keinen Sinn. Aber ich kann hier Zeiteinheiten zurückgewinnen. Immerhin ein bisschen eher rankommen. Och, ey, was setzt du denn Plasmawaffen ein? Du willst mir das Leben auch echt schwer machen. Och, komm, hör auf. Okay, der hat zwar einen Haufen Leben, aber wenn der so weitermacht, dann wird das so oder so eng. Oh.
natürlich, gib dem Charakter, den du beschützen musst, Waffen, die ihm selbst Schaden zufügen. Das macht Sinn. ja. Sehr entspannt gerade. Ja, hau ihn weg. Ah. Ja, super. Direkt da noch zwei Schüsse. Wird sehr ungerne Zeit beim zum Heilen verwenden. Ah. Ja, damit legen wir ihn auf jeden Fall lahm, aber dann sind wir den hier auch immerhin schon mal los. Ja, die Sturmbulte hat ein schönes Feuermuster. Okay, ein paar Misses ist immer super. So, was machen wir Feines? Also mal wieder keine Feinde in Sicht, aber hier sind hundertprozentig welche. Wie waren nochmal die Ziele? Birg eine Kiste, okay. Schließt die Mission so ab, dass Igel mehr als die Hälfte... Okay. Das ist vielleicht eher so ein Ziel für leicht, im Leichtmodus. Kann ich mich da runterporten? Ah, jetzt weiß ich nicht, was da für eine Distanz ist. Bis zu vier Zellen. 1, 2, 3... Ja, das könnten 4 sein. Also... Jetzt könnte ich rennen und hier stehen bleiben und gucken, ob das klappt. Aber wenn das dann nicht klappt, ist es verschwendete Laufreichweite. Ach komm, for science. Na shit, da haben sie leider dran gedacht. Dann stehe ich da auch recht ausgeliefert. Ruhm sei Russ. Ich war mir nicht ganz sicher, ob einer meiner Brüder überlebt hat, bis ich Bruchstücke deiner Kommunikation hören konnte. Das brachte mich zu dir. Oh cool, wir haben einen weiteren Bruder gefunden. Ich bin ebenfalls froh, dich zu sehen, Ray. Mit deinen schweren Waffen können wir uns den Weg zu Egil freikämpfen. Wir müssen uns beeilen. Ja, schwere Waffen sind ja jetzt nicht gerade für Beeilung bekannt. Das ist ja eher so ein Stellungsspiel. Achso, ich dachte schon, wieso hat der denn solche Waffen dabei? Ich bin ja gerade hier mit Gunnar unterwegs. Ja, und Gunnar hat auch nicht so viel zum Laufen. Hier ist diese geile Karte, die ich mal austesten möchte. Also mit den Aktionspunkten. Ich kann mir vorstellen, dass dass es sich hier drum dreht. Erhalte einen Aktionspunkt bei Angriffen auf ein Ziel innerhalb von 4 Zellen Entfernung. Okay, das werden wir mal irgendwie ausnutzen. Wenn ich jetzt warte, okay, die haben alle nur noch 5, die sind wesentlich fixer einsatzbereit. Das heißt, ich bin jetzt sowieso schon aus dem Rahmen raus, wo ich mich noch wehren kann. Ich will, dass er nicht zweimal schießen kann. Also er soll mindestens einmal laufen müssen. Aber muss er ja eh, weil er sich drehen muss. Dann gehe ich mal hier hin. Ist ja auch mehr der Nahkampfcharakter, so wie er von den Karten her rüberkommt. Okay, den kenne ich aus dem Herausforderungsmodus. Die Waffe ist richtig gut, aber frisst, wie gesagt, echt extrem viel Zeit. Und hat Overwatch. Das ist das Geilste daran, auf die Range. Erstmal Cooldown. Oh, aber der schlägt sich ganz gut, wenn er nicht mit Plasma um sich wirft. Na klar, direkt 3 neue. Kam der Sack echt noch dran? Schade, dass die Rüstung die Hälfte gefressen hat. So, du hast keine Rüstung mehr. Das heißt, ich könnte die eigentlich einsetzen. Das Problem ist, ich habe nur noch 10 Ladungen da drin. Das kostet mich 10 Punkte. Es wäre auf jeden Fall ein definitiver Kill. Gut, wenn die trifft, ist es auch ein Kill. Und die schießt auch nur einmal. Also da tun die sich beide nicht viel. Genauigkeit ist annehmbar.
Und ich hau weniger Punkte in den Sand, wenn ich nicht treffe. Ja, und das lief ganz gut. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich jetzt über die Space Wolves alles erzählt habe. Über Lehman Russ selbst im großen Bruderkrieg gibt es auch so nicht viel, was ich erzählen kann, weil ich so geschichtlich bei ihm noch nicht weit bin. So, was machen wir hier? Ich habe nur Nahkampfwaffen und eine Cooldown-Fähigkeit. Die sind beide bei 15. Vielleicht komme ich... Ja, das könnte klappen. Was für ein Angriffsschema hat die? Okay, die greift in der Breite an. Das ist nice. Dann gehen wir nämlich hier hin. Oh, okay, also schnell vorrücken ist auch relativ gefährlich. Dann bleiben wir mit der Blickrichtung so. Einen Cooldown brauche ich noch nicht mal, so wie es aussieht. Ich kann den trotzdem gleich angreifen. Ich setze die Waffe jetzt ein, weil... Naja, dann komme ich auf 12. Ne, warten wir. Boah, hör auf, diese Scheißwaffe abzufeuern. Wenn du unter die Hälfte der Leben kommst, nur weil du die ganze Zeit Plasma benutzt, dann bin ich echt salty. Was ich zu Lehman Russ halt vorweg sagen kann, also die Geschichte ist eigentlich ähnlich wie bei Lionel Johnson und wie bei jedem anderen Primarchen auch. Die wurden halt, als sie gerade in dieser Entwicklungsphase waren, noch im, ja, im Kindheitsalter von den Chaosgöttern entführt und überall im Universum verteilt. Und Russ ist halt... okay, ich kann beide angreifen, das ist nice. Jetzt sehen wir, was diese Karte macht. Jetzt ein extra Zug. Yo. Oh, das ist cool. Da kannst du ja richtig overchargen. Also, Russ ist damals auf Fenris gelandet und dann da halt unter diesem Volk aufgewachsen, was da war. Und das erklärt halt auch so selber noch seine... Also, er hat ja schon diese wölfische DNA und selbst dieses Verhalten der Nordmänner hat ihn dann auch noch beeinflusst. Also das hat dann sozusagen auch den Orden geschichtlich zu dem gemacht, was er halt jetzt ist, was wir hier gerade spielen. Russ war für den Imperator sowas wie das Aufräumkommando, so könnte man ihn fast nennen. Also das ist, was ich weiß, weil er ganz gerne eingesetzt worden ist früher, um so die Drecksarbeit zu erledigen, weil er einfach einer der wildesten und besten Krieger war. Sich auch mit den Stärksten der Primarchen hat messen können im Nahkampf. Moment, das sind 10. Ja, Cooldown. Und damals wurde er dann zum Beispiel auch vom Imperator entsandt, um Magnus, den Roten, den Primarchen der 1000 Suns sozusagen beiseite zu schaffen, als der Verdacht halt herrschte, dass sich Magnus dem Chaos hingegeben hat, was noch gar nicht der Fall war. Aber das geht dann auch viel zu weit weg von dem Spiel hier. Also lassen wir es einfach dabei, würde ich erstmal sagen. Was wir halt festhalten können, ist, was wir alles schon gesagt haben. Wie gesagt, die Space Wolves sind halt so ein an die nordische Mythologie angelegtes Volk, relativ wild, mit sehr viel Wolfs-DNA und ja, ich bin mal gespannt, was wir noch so an Anspielungen an den Orden überhaupt noch so erleben werden. Also ich finde es ziemlich cool schon wieder, dass in einem Spiel, dass so, ich denke mal, das ist eh nur ein Mobile-Game gewesen früher, dass da schon wieder so viele Anspielungen getroffen worden sind auf verschiedene Sachen im Orden. Jetzt wie zum Beispiel hier, dass sie halt den Allvater erwähnt haben, dass sie halt die ganzen Worte, die ganzen Namen damit halt einbringen. Und ja, auch hier Loki angesprochen haben. Also das ist ziemlich cool gemacht. Also da haben die Spieleentwickler ihre Hausaufgaben gemacht, auch wenn es halt nur ein kleines Game ist. Oder vielleicht wurden sie halt auch unterstützt von Games Workshop im Sinne, dass die da irgendeinem von den Autoren dann noch so ein bisschen haben drüber gucken lassen. Finde ich eigentlich mal ganz interessant zu wissen, wie diese Spiele überhaupt entstehen. Ob die Firmen jetzt den Games Workshop anschreiben und um eine Lizenz bitten oder ob der Games Workshop irgendwie sich Leute raussucht und sagt, wir bräuchten hier mal ein Spiel und da mal ein Spiel. Weil was ich ja zurzeit schon im Auge habe, ist zum Beispiel hier, wie heißt es? Inquisitor Martyr oder sowas.
da gibt es ja jetzt schon irgendwie die Early Access Beta-Zugang, wie auch man das nennen möchte. Das sieht alles noch super unfertig aus. Aber ja, es passt auch. Nee, Moment, falsches Spiel. Ich bin gerade bei Necromunda. Da gibt's auch bald ein Game zu. Da wird schon seit Ewigkeiten angeteasert. Die Seite gibt's schon seit Ewigkeiten. Und ich möchte endlich mal wissen, wann das Spiel rauskommt. Und jetzt vor kurzem habe ich im White Dwarf gelesen, dass Necromunda auch neu aufgelegt werden soll auf Tabletop-Basis. Und da frage ich mich dann immer, ja, ist das jetzt irgendwie geplant, dass man jetzt automatisch nebenbei noch ein Videospiel rausbringt, also jetzt hier für den PC, wo man dann sagt, ja, dann werden die Leute auf Necromunda aufmerksam gemacht und ach, was für ein Zufall, es gibt ja gerade sogar eine Neuauflage von dem Game. Das würde mich mal interessieren, ob das jetzt auf Basis von der Firma läuft, die das Spiel macht. Ah, hier ist das Problem mit der Granate, ich kann hier gar nicht werfen, weil der ist danach dran, der wird sich bewegen und die zündet erst dann, wenn die 5 runtergelaufen sind. Kann ich mir also knicken. Soll ich mich heilen? Oh, Heilung brauche ich gar nicht. Bleibe ich hier stehen. Ja, wie gesagt, es wäre einfach interessant, ob das irgendwie marketingtechnisch so geplant ist und ob die Firma einfach rein zufällig dasselbe Spiel gerade auflegen wollte, wo der Games Workshop sich eh dachte, wir machen da mal eine neue Auflage von. Oh, jetzt fängt ja schon wieder an, mit dem Plasma-Gedöns da rumzuballern. Ja, und wieder 80 Schaden. Der hat sich bis jetzt den meisten Schaden selbst zugefügt. So, hätte ich doch... Ne, der hat doch irgendwas gemacht. Habe ich das verpasst, dass der geschossen hat? Ja klar, der hat geschossen. Ich habe ja hier Wunden kassiert. Zu viel gequatscht nebenbei. Komme ich neben dich? Ja, klar. Machen wir noch kurz einen Prozess. Das ist doch ein Witz. Na gut, wenn du meinst. Hier halte ich mal einen Punkt frei. Du hast eh gerade keine geilen Karten auf der Hand. So, dich könnten wir eigentlich jetzt locker wegsägen, aber dafür sind mir die Punkte sogar ein bisschen zu schade. Na. Das sieht so aus, als wenn ich wirklich die Gatling benutzen muss. Also die Sturmkanone. Ich laufe 7 Punkte vorwärts und hau die Bolter in den Rhein. Dann bin ich immerhin ein Stück vorwärts gekommen, das wäre nicht schlecht. Weil tot ist der, denke ich mal so oder so jetzt. Ja. So, dann lauf du mal für 5 Punkte hier hoch. Noch irgendwas? Ich könnte die 6 auch noch raushauen. Vielleicht trigger ich hier was. Ne, leider nicht. Also das Spiel verspricht mir hier noch einige Feinde. Da wird auch noch was kommen, denke ich mal, wenn ich ihn erreicht habe. Boah, jetzt ist er kurz vor der Hälfte, der wird gleich wieder Plasma einsetzen, ey. Da kriege ich aber einen Kotzkrampf. Komm schon, setz mir noch irgendwas Feindliches vor, damit ich hier draufhalten kann. Na, ich lass ihn jetzt mal... Obwohl, ich könnte... Ja, cool, dann brauche ich nicht unbedingt. Okay, er benutzt seine Sense. Oder helle... Er hat die helle Bade zum Laufen benutzt? Hat er nur noch eine Karte auf der Hand oder was? Imperator, bitte beschütze mich vor dieser KI. Okay, ich weiß mindestens von wo sie kommen, bevor ich mich positioniere. Oh, da kommt nicht zu knapp. Unsere Aufgabe ist beinahe abgeschlossen. Erledigen wir den Rest dieser Verräter. Nicht den mit der Heavy Weapon vorne. Also so habe ich mir das nicht so gedacht. Ich glaube, da treffe ich gar nichts. Das steht richtig mies. Die haben alle einen Cooldown von 8 wieder. Okay. Okay, ich könnte ihnen einen mitgeben. Der hat 2 Panzerungen. Die haben alle heftig Panzerungen hier. Nee, ich mache einen Cooldown. Und bewege mich gleich hier in die Ecke. Die da oben werden erstmal springen müssen. Wie viele Punkte haben die? 6. Zug beenden. So.
Vielleicht kann ich die da oben schon erwischen, das wäre ganz cool. Versuch. Boah, der eine hat wesentlich mehr, die haben auch andere Equipment. Ist auch so die Frage, haben die das jetzt wirklich angelegt oder ist das nur dekorativ? Ich meine, ich habe ja auch mit dieser schweren Kanone angefangen, obwohl ich die gar nicht in der Hand habe. Sehr schwer einzuschätzen. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste klappen. Passt sogar. Ach schade, ein paar Misses drin. So, und du bewegst dich jetzt mal an eine taktisch bessere Position. Perfekt, dann verbrauche ich noch nicht mal meine Plasmaladung und habe hier schön Overwatch-Position. Oh, den Schild hätte ich gerne weggehabt. Ich glaube, da unten die Kiste zu bekommen kann ganz schön schwer sein jetzt. Och ja, klar. Nur weil ich nicht mit ihm spreche, spawnt ihr da direkt in den drin. Das ist echt mies. Vielleicht eine Mission, die ich mal später nachholen sollte. Oh, wir sind bei 21 Minuten. Ich schaff's heute wahrscheinlich mal einen pünktlichen, rechtzeitigen Cut zu machen. Die Mission ist so gut wie gegessen, denke ich mal. Wir müssen das nächste Mal halt nur noch hier irgendwie klar Schiff machen und zu dem Ruhenpriester durchbrechen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also Leute, bis dann. Ciao.